Seiten auf Null, Baby, fresh wie die 90s. Low fade wie die Nikes. Yo, liebe Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar hat sich Sascha bei mir gemeldet und hat gesagt, hey Bartmann, ich brauche dringend deine Hilfe. Ich habe bald ein Date und ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Und dann hat Sascha geschrieben, dass er 2012 Kandidat bei DSDS war und hat mir dieses Bild geschickt. Leute, ich habe gesagt, Sascha, dieses Outfit werden wir auf jeden Fall toppen. Vor allem auch die Schuhe. Also Leute, wir holen jetzt Sascha ab. Ich bin sehr gespannt. Und dann machen wir aus Sascha einen neuen Menschen. Leute, dranbleiben. Servus. Servus, was geht? Was geht, Sascha? Alles klar? Ja, bei dir? Ja, auch gut, wie geht's? Willkommen. Gut. Du willst ein Umstyling oder was? Natürlich. Ja? Stell dich mal vor. Ich bin der Sascha, bin 35 Jahre alt, komme aus Mannheim. Und ich will ein Umstyling, weil ich ein Date habe. Ein Date? Ein Date, genau. Echt? Ja. Ja, geil. Also, was haben wir hier? Einmal rot. Einmal rot. Einmal grün. Und selber die Schuhe. Und einmal schwarze Schuhe. Ja, die sehen aber fein aus. Okay. Aber auf jeden Fall kannst du so, wie du jetzt aussiehst, ja, kannst du schon zum Date gehen. Okay. Aber ich denke, wenn ihr abends irgendwo schön was essen geht, geht ihr abends raus, was essen? Ja, was essen. Dann würde ich sagen, ziehst du dich mal ein bisschen feiner an, oder? Ja, natürlich. Ja, also du bist 35, da ziehst du dich wie ein Gentleman an. Ja. Und zeig mal deine Haare. Zeig mal Haare. Ja, Haare auf jeden Fall, Seiten. So wie Cristiano Ronaldo, oder? Willst du wie Cristiano Ronaldo? Ja, ja. Also so richtig? CR7. Auf kurz? Ja, genau. Also willst du die Seiten schön kurz haben? Ja, zeig. Okay. Bart? Machen wir nur ein bisschen kürzer. Ja, genau. Bart steht dir gut. Aber ich würde sagen, hast du Bock? Ja. Richtig Bock? Richtig Bock. Echt? Ja. Ja, geil. Du hast ja gesagt, du warst bei DSS. Ja, ja, ich war bei DSS zweimal. Ich habe jetzt gedacht, ich will nächstes Jahr zum Dschungelcamp gehen. Zum Dschungelcamp willst so du gehen? So wie der Menderes. Ja, aber wie war es bei DSS? War das? War okay, aber die da gemeint, komm nochmal. Aber jetzt bin ich ja alter draußen, geht ja nicht mehr. Es geht ja nur bis zu 30. Ah, okay. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich gehe mal zum Dschungelcamp. Zum Dschungelcamp? Ja. Also, falls RTL, falls ihr einen Dschungelcamp-Kandidaten fürs nächste Jahr sucht und Sascha bevorzugt, dann meldet euch gerne bei Sascha, oder? Genau. Hast du Instagram? Ja, ja, habe ich. Echt? Dann ist alles hier unten verlinkt. Ich habe auch einen eigenen Kanal. Was hast du? Eigener Kanal. Echt? Bei YouTube. Und was machst du da so? Da tanzen. Tanzen? Ja. Kannst du tanzen? Ja, ja. Echt? Ja, wenn du willst, kannst du uns ja später noch was vorführen hier. Kann ich machen. Echt? Ja, ja, cool, Mann. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir legen jetzt los. Okay. Peace. Came through dripping Aquafina, I'm sipping 15, kept a weapon on me. Blow make bitches, I'm on my business, stack chicken like what it's gonna be. So, liebe Leute, Adem ist auch am Start. Sag mir mal einen Star. Ronaldo. Ronaldo. Willst du nach aussehen wie Ronaldo? Genau. Kriegen wir ihn. Echt? Cristiano Ronaldo. Willst du wie Cristiano? Ja, ja. Hi, servus, das ist mein Kandidat. Hi. Hallo. Herzlich willkommen bei DSDS. Dankeschön. Das Motto ist, er hat ein Date. Das heißt, so kann er nicht zum Date. Ich würde sagen, er sollte so aussehen wie du. Kriegen wir hin. Genau. Oh, das sieht auch gut aus. Oh. Wie fühlt es sich an, so mit Jackett? Super. Ja? Sehr leicht, sehr locker. Hey, liebe Leute, alle von euch haben ein Handy, nehme ich an. Aber, liebe Leute, tut mir mal einen Gefallen. Macht jetzt entweder Pause oder nehmt euer Handy in die Hand und geht auf Instagram, gebt oben ein Der Bartmann und lasst da ein Follow da, Leute. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir bald die 100.000 knacken werden. Das würde mich richtig freuen. Deswegen, Leute, schnell auf Instagram gehen, schnell Follow da lassen und das Video weiterschauen. Danke. Sascha, und? Super. Ja? Super. Was ist so deine Lieblingsfarbe? So blau. Echt? Hellblau, dunkelblau. Das ist meine Lieblingsfarbe, passt auch sehr locker. Ja. Hast du schon mal Seiten auf Null gehabt? So richtig Null? Nee, noch nicht. Noch nie? Machen wir heute Seiten auf Null bei ihm? Ja. Nicht auf Null, oder? Doch. Machen wir auf Null? Ja, wir machen es so wie beim Ronaldo. Passt die Hose? Ja, ja, die passt die Hose. Ja, stabil. Was sagst du? Super, sieht gut aus. Oh, das sieht auch fresh aus. Sascha, was machst du so beruflich, beziehungsweise was machst ich du so? Ich arbeite im Kindergarten, ich passe auf die Kinder auf, ich gehe mit denen raus, spazieren. Echt? Ja, ja. Ah, cool. Und ab und zu arbeite ich noch bei Poco, Aushilfe. Und machst du das gerne, also das mit Kindern? Ja, ja, ich arbeite viel mit Kindern. Echt? Ja, ich liebe Kinder über alles. Echt? Ja, ja. Und willst du auch mal eigene Kinder haben? Natürlich. Echt? Eigene Kinder. Ist immer was Besseres. Ja, hoffentlich klappt es da mit dem Date. Ja. Geil. Vielleicht ist dein Date ja selber dann underdressed. Deine Klamotten, die werden ja alles toppen. Ja. Einfach, das ist jetzt zu krank. Du hast echt eine perfekte Statur so auch für so eine Klamotten. Ja, sagen viele. Haben schon viele gesagt. Model. Ein Model. Jetzt müssen wir mal gucken, welche Einstecktücher wir nehmen hier. Hey Sascha. Ja. Die Brille steht dir auch gut. Ja. Ja. Okay. Und du hast einen stabilen Bart. Danke. Bitte. Dieter, siehst du Dieter Bohlen? So, wie sehe ich jetzt aus? Dieter Bohlen? Ja. Was hat der Dieter Bohlen damals zu dir gesagt? Er hat zu mir gesagt, er kommt wieder nächstes Mal. Kommt wieder nächstes Mal? Ja, zum Singen. Aber hat er nichts Dummes gesagt? Nein, er hat nur gesagt, wo ich die Schuhe habe. Er hat gesagt, ich bin von Mannheim.
Von Mannheim? Ja, ja. Was waren das für Schuhe? So türkische Schuhe. Türkische? Ja. Vom türkischen. Wo hast du die her geholt? Von Zena habe ich die geholt. Okay. Ich wünsche dir einen schönen Tag, wir sehen uns. Hey, liebe Leute, wir haben das Outfit. Also, ey, anderer Mensch. Ich bin so gespannt, wenn die Haare geschnitten sind, der Bart gemacht ist und er aus diesem Raum rausläuft. Also, wirklich mega krasse Klamottenveränderung bis jetzt, ohne Witz. Wann warst du das letzte Mal richtig shoppen? Oh, schon lange her. Wie lang? 9 Jahre, 10 Jahre. Nee. Doch. Echt? Ja. Bruder. Freut mich wirklich, dass wir da was Geiles gefunden haben. Danke nochmal. Wir gehen jetzt erstmal zum Schneider. Ja. Schneidern das alles perfekt in deine Größe. Und dann bekommst du die Haare geschnitten. So wirklich. Und du darfst eine Ronaldo, Cristiano Ronaldo Frisur aussuchen. Okay. Und sagst, du möchtest sie so haben und Adem schneidet sie dir. Okay. Hallo. Hallo. Du hast dir letztes Mal die Hose so gut gemacht. Okay. Deswegen bin ich nochmal zu dir gekommen. Gerne, danke schön. Wir machen jetzt diese Hose, guck mal. Die ist schon abgesteckt. Halbe Stunde ist okay, Bart. Ja? Das kann man machen. Okay, sehr geil. Ja, dann kommen wir gleich wieder. So, Sascha, Hose ist abgegeben. Hast du Hunger? Ja, ein bisschen. Wir gehen jetzt türkisch essen, oder? Okay. Magst du türkisch? Ja, türkisch. Mashallah. Auf wen sein Nacken? Auf Batman sein Nacken. Jawohl. Scheiße. Gibt's doch nicht, oder Leute? Das gibt's doch nicht. Magst du Ayran? Ja, ja. Echt? Ja. Döner Teller. Und du, was hast du? Hähnchenspieß mit Pommes. Sascha, bist du auch so voll? Ja, ich bin voll. Ich passe nichts mehr rein. Wir passen nicht mehr in die Klamotten rein, oder? Genau. Was hast du gesagt? 100.000 Likes, zieh ich so ein Kleid an. Dein Ernst? Ja. Ja, okay, dann zieh ich auch so eins an. Okay. Dankeschön, Herr Ball. Ich danke auch. Sie haben die Hose sehr, sehr schön gemacht. Gerne. Wir gehen jetzt weiter zum Umstyling. Gerne. Ball Schneider J2 Nummer 11 ist Mannheim. Jetzt bekommst du den Haarschnitt deines Lebens. Ja. Willkommen in meinem Laden. Schöner Laden haben sie. Gefällt mir. Schöne Ausstrahlung. Schöne Couch. Oh. Und gemütlich? Schön gemütlich. Kann man Matratzensport machen? Was? Matratzensport. Wo? Ja, hier auf der Couch. Hier willst du Matratzensport machen? Ajo. Und mit wem? Mit einer Frau. Mit deinem Date? Ja, genau. Nein, nein. Seiten auf null, Baby, fresh wie die 90s. Low fade wie die Nike, Seiten auf null, Baby fresh so wie Ice-T. Ab jetzt läuft wieder rund, dicke Heimspiel. Seiten auf null, Baby fresh wie die 90s. Low fade wie die Nike, Seiten auf null, Baby fresh so wie Ice-T. Ab jetzt läuft wieder rund, dicke Heimspiel. Cutte 3 Milli auf Zero. Und Ladies schicken Küsschen wie Ferrero. Kein Fake, kein Placebo, sind die Seiten auf null, ballert's los wie bei Mero. Magst du tanzen? Ich mag tanzen. Was hat Dieter Bohlen gesagt damals? Da kann man ganz gut tanzen. Hat er gesagt? Ja. Ja, Bombe. Du hast Taktgefühl. Ja. Du tanzt mit Leidenschaft. Ja, und mehr gibt's bei Tanzen nicht. Weißt du, du musst es fühlen und du musst es lieben zu tanzen. Ja. Und deswegen hast du top gemacht. Du hast meinen Daumen hoch. Die will ich. Die Frisur willst du? Ja. Oh, krass. Das ist ja nicht nur Seiten auf null. Das ist ja bis hier schon auf null mit so einem Cut drin. Ja. Hast du Bock, das zu machen? Ja. Echt? Immer. Ich hab immer. Meinst du, das steht ihm? Ja, durch seine Geheimratsecken. Wenn man auch ein bisschen hoch rasiert und hier nicht so viele Haare sind, dann fällt das, glaube ich, auch nicht auf. Dann kann man die eine Seite so ein bisschen verstecken. Yalla, Habibi, yalla. Darf ich jetzt Englisch was singen? Was willst du singen? Bailando. Okay. Bailando, bailando, amigos, adios, adios, ese es Londo. Bailando, bailando, amigos, adios, adios, ese es Londo. Gut, Bailando, magst du so Sommerlieder? Ja, ja. Echt? Ja. Ja, geil. Wenn du beim Dschungelcamp bist, ja. Würdest du auch alles essen und so? Natürlich. Die Insekten? Ja. Echt? Ich kann mal versuchen. Ich habe gesagt, egal was ist. Ekelt dich das nicht? Ekelt dich das nicht? Egal. Ich habe gesagt, egal was ist, Dschungelcamp ist das, wo ich nie hingehen würde, genau wegen solchen Sachen. Okay. Weil ich finde es voll eklig, Mann. Ich werde es mal versuchen hinzugehen. Boah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, der macht Spaß. Ja. Oh mein Gott, richtig Cristiano Ronaldo-Style. Alles gut? Alles gut. Und dann einmal bitte hier mitkommen in den VIP-Raum. Sascha, ja? Viel Spaß beim Umziehen. Okay. I've been all in
all in my business. You be all in your feelings. I been all in them trenches. I been all in my bag. You be all in my business. No, they notice me flexing. Fit in all in my fitness. I been all in my bag. You been all in my business. You be all in your feelings. I been all in them trenches. Krass, ey. Das habe ich mich noch nie gesehen. Brutal. Richtig hammergeil. Findest du gut? Ja. Ihr habt ja gesehen, wie der Sascha vorher aussah. Und so wie du jetzt aussiehst, ohne Witz, ich frag mich, welche Frau dich nicht will. Also meinst du, du kannst so zu deinem Date gehen? Ja. Fühlst du dich so selbstsicher genug? Ja, selbstsicher genug. Ja, Mann! Ja, Mann! Sascha! Ja. Mein Lieber, ich muss dir sagen, das Outfit ist brutal. Deine Haare, zeig mal deine Haare. Brutal. Hast du gut ausgesucht mit Ronaldo? Ja. Adem. Dankeschön. Bitte schön. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Und ich muss dir wirklich sagen, diese Brille steht dir besser als Adem. Nein. Und ich habe gesagt, wenn das Video 1 Million Klicks bekommt, schenke ich sie dir. Okay. Auf jeden Fall Dankeschön nochmal an DS Damat für diese geilen Klamotten. Wirklich, steht dir sehr, sehr gut. Und ich wünsche dir viel Glück bei deinem Date. Ja. Auf jeden Fall, lieber Sascha, es hat mir sehr, sehr Spaß gemacht mit dir. War ein cooler Tag. Okay. Ne? Und ich wünsche dir viel Erfolg bei allem, was du machst. Und am Freitag ist Sascha auch bei uns auf der Eröffnung in diesem Outfit. Ja, genau. Wer von euch kommt auf die Eröffnung von meinem Barbershop am 17.01. Freitag in Mannheim? Adresse steht unten in der Infobox ab 15 Uhr. Und es gibt Musik, es gibt Essen, es kommen bekannte Persönlichkeiten. Unter anderem bin ich auch am Start und der liebe Sascha. Genau. Und liebes RTL-Team, wenn ihr Sascha nicht zum Dschungelcamp einladet, seid ihr die größten Vollpfosten, oder? Darf ich noch meine Freunde wünschen? Was? Sage, meine Freunde. Du willst deine Freunde grüßen? Ja. Natürlich. Ich verliere Don Gashid. Nein. Und Fidon Gashid. Grüßt du? Ja, und Malon Gashid. Die ganze Familie. Alle Albaner grüßt, ja, oder was? Alle Albaner grüßen. Alle Albaner. Okay, also Leute, willst du noch was sagen? Noch was? Danke nochmal. Gerne. Alles Gute. Alles Gute. Kuss geht raus. Mua. Seiten auf Null, Baby, fresh wie die 90s. Low Fade wie die Nike, Seiten auf Null, Baby fresh so wie Ice-T. Ab jetzt läuft wieder rund, dicke Heimspiel. Seiten auf Null, Baby fresh wie die 90s. Low Fade wie die Nike, Seiten auf Null, Baby fresh so wie Ice-T. Ab jetzt läuft wieder rund, dicke Heimspiel.